Heute ist wieder ein Off-Tag. Wir haben uns warm angezogen und wir haben alles dabei, was wir dabei haben müssen. Denn wir mieten uns ein Auto und dann sind wir auf Abenteuertour. Flasche Wasser, check. Bisschen Musik, check. Portemonnaie, check. Stativ, check. Es kann losgehen. So, wir sind auf dem Weg zur Autovermietung und naja, Christchurch ist ja ein ganz nettes Städtchen, aber wie gesagt, das ist hier schwer zugeschlagen. Man sieht wirklich überall Parkplätze und leere Flächen und da standen überall eigentlich mal Gebäude. Sein bei der Autovermietung, denn dann hat die Behörde, die dafür zuständig ist, den Führerschein ins Englische übersetzt und beglaubigt. Dann steht da, dass Führerschein Driver's License heißt. Also es ist wirklich so, dass der Kaffee hier in Neuseeland extrem lecker ist. Sehr lecker. Alles klar, der Anruf kam. Der Führerschein ist übersetzt und genehmigt anscheinend. Wir können das Auto abholen und dann geht's los. Ach du liebe Güte, das Steuer auf der rechten Seite, das kann ja was werden. Okay, da oben drauf auf dieser Plattform ist also der Aussichtspunkt. Und? Super, hat alles gesehen. Das dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Am Straßenrand stand ein Aussichtspunkt. Tatsächlich, jetzt klettern wir nach oben. Geschafft. Ja, und dann sehen wir tatsächlich die Südalpen von Neuseeland. Okay, dann. Da hinten, da fahren wir jetzt hin. Der Donut, der zu Ehren von Homer Simpson errichtet wurde. Kaum zu glauben, aber es ist wirklich wahr. Okay, die kurze Erklärung zu diesem Donut. Das ist tatsächlich ein Homer Simpson Donut, weil dieser Ort hier heißt Springfield und Springfield heißt ja auch der Ort, in dem die Simpsons wohnen. Und als Promotion für den Film der Simpsons wurde dieser Donut errichtet und dann haben die den einfach, weil es so toll ist, stehen lassen. Und jetzt ist das ein, ich weiß nicht, was man nennen muss, ein Kunstwerk, ein Denkmal. Das muss man den Neuseeländern ja wirklich lassen. Es ist extrem lecker, wo wir auch hinkommen. Und Schafe gibt es hier natürlich wie Sand am Meer. Es ist ein bisschen schade mit dem Wetter, aber naja,
Wir sind trotzdem froh, dass wir diesen Trip gemacht haben, weil diese Landschaft ist einfach einzigartig. Wenn man hier durchfährt, man hat die Berge auf einmal und wenn man dann um die nächste Ecke fährt, dann hat man auf einmal diese Landschaftsflächen und Steine und Wald und alles eigentlich. Schnee auf den Bergen, dann hinterm nächsten Berg einen See. Einfach toll. So, jetzt haben wir Hagel und Schnee. Und sind bei Arthur's Pass angelangt und das ist sowas wie der Brennerpass im Prinzip. Es geht durch die Berge durch und die einzige Möglichkeit von West nach Ost oder von Ost nach West zu kommen in Neuseeland, zumindest in dem Gebiet, wo wir sind, von Christchurch zur anderen Seite. Wir fahren einfach mal ein Stückchen weiter, vielleicht haben wir das Glück, dass wir noch über den Wolken rauskommen, weil es geht jetzt wieder nach oben. Wow. Na, wenn das kein Abenteuer ist. Das ist echt heftig jetzt auf einmal. Merkst du dann auf der andere Moment, oder wenn es in der Mitte ist? Das ja, ging echt verdammt die schnell. Hoch, oder? Schönes Wetter ist das wahrscheinlich echt der absolute Knaller hier. Jetzt ist das zwar auch schon sehr beeindruckend, aber naja. Schöne Landschaft und wahnsinnig windig hier oben. Tiefton-Liebhaber, wir kommen gerade zurück von unserem Ganztagesausflug mit dem Auto. Wir haben das Auto gerade wieder zurückgebracht. Es ist jetzt 22:30 abends und wow, was für ein Trip. Wir sind mit dem Auto einfach Richtung Westen gefahren und haben da Arthur's Pass genommen, also den Verbindungspass, der durch die Südalpen Neuseelands führt. Und wow, wir hatten leider nicht so viel Glück mit dem Wetter. Sonnenschein wäre besser gewesen, aber es hat anstelle dessen geregnet, gehagelt und geschneit. Aber es war sicherlich ein tolles Erlebnis, auch in solchen Witterungsverhältnissen da oben rumzufahren und das einfach mal zu erleben. Diese Berge links und rechts und nach dem nächsten Berg auf einmal wieder eine Fläche zu haben und dann einen See und Wasser und es ist unglaublich. Also diese Landschaft ist wirklich unglaublich. Sehr beeindruckend. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dann.